Grüße euch zu einer neuen Ausgabe des Alpenshop Watches hier auf geeknews.de. Ich zeige euch heute das göttliche Eroberer Kleidungsset Paket. Und das habe ich auch bereits abgeholt. Wir haben in dem Paket selbst ein göttlicher Eroberer Umhang, ein komplettes Umstyling Kit, 5 Sovon Farbkits, eine goldene Essenz Waffenauswahltruhe. Und einmal das göttliche Eroberer Kleidungsset an sich. Ich werde direkt mal das Kleidungsset verwenden. Und ich werde auch den Umhang verwenden. Beides könnt ihr übrigens getrennt kaufen. Dafür öffne ich auch mal ganz kurz den Edelsteinshop. Denn wie ihr sehen könnt, das Paket an sich kostet 1800 Edelsteine und der Umhang an sich kostet 500 Edelsteine, das Kleidungsset 700 Edelsteine. Das heißt, für die Waffenauswahltruhe, die Farben und das Umstyling-Kit zahlen wir dann nochmal 600 Edelsteine obendrauf. Gucken wir uns das Ganze jetzt aber an. Den Umhang sehen wir bereits. Dabei handelt es sich um einen altrömischen Umhang, der mit 2 Metallringen an der Rüstung selbst dann befestigt wird. Und der hängt auf der linken Seite stärker runter als auf der rechten. Nehmen wir uns nun auch noch das Kleidungsset. Oh, Moment. Das haben wir hier und dann... Ihr werdet es bestimmt schneller erblicken als ich jetzt. Nein, 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 bin ich denn jetzt blind? Dann elegant, Ware. Göttlicher Eroberer, da haben wir es doch, Entschuldigung. So, und so sieht das Ganze dann nämlich auch in-game aus. Ihr seht, dass wir jetzt eine wunderschöne, schicke Frisur bekommen mit einem sehr langen Zopf oben aus den Haaren heraus und auch Haare, die sich sehr lang unsere Schultern hinunterziehen. Wie es damals im asiatischen Raum gerne getragen wurde, auch vom Haarstil her. Oben haben wir eine wunderschöne Kopfverzierung. Also oben in dem Zopf selber drin und vorne direkt vor der Stirn als Helmeinfassung. Sehr ausladende große Schulterpartien. Und ansonsten im selben Stil gehalten dann die Handschuhe und der Rock. Auch noch in einem Paar sehr spitzer, schöner, altmodischer Stiefel endet. Von den Farben her gehen wir das Ganze durch. Also das sind die Originalfarben. Und wir nehmen jetzt unsere altbekannten Farben, um zu gucken, was sich wie ändert. Mit dem Farbkanal oben links färben wir die Stoffteile ein. Das seht ihr hier an den Händen, unten an den Schuhen und auch hier hinten an den Armen. Das hat sich alles jetzt schwarz eingefärbt. Sehen wir gleich noch ein bisschen genauer, wenn wir größer ranzoomen. Mit Messing färbt sich dann die Frontmetallplatte hier oben ein, die Schultern und die Verzierung der Schuppen hier an diesem gesamten Rock hinunter. Dann mit dem Farbkanal unten links, den wir weiß einfärben, da seht ihr es jetzt ganz deutlich, die Schnallen und auch die langen Stoffbahnen, die haben sich jetzt hier weiß eingefärbt, also die zweite Hauptfarbe unserer Rüstung. Mit dem Farbkanal unten rechts dann schließlich färben wir dann noch die Magie ein, die aus den Schultern heraustritt und auch die kleinen schneckenartigen Elemente, die hier überall an der Rüstung enthalten sind. Genauso wie auch die Haare. Die haben sich jetzt ebenfalls eingefärbt. Beim Rückenteil, das werde ich nochmal ebenfalls von den Farben her ausgleichen. Da ist es, glaube ich, besser, wenn ich das Kleidungsset ganz kurz mal wieder ausblende. Blenden das an, aber wir blenden es aus. Gehen dann nochmal auf die Farben. Jetzt können wir nämlich das Rückenteil deutlich besser sehen, als wenn die Haare davor liegen.
Und wir färben ein. Farbkanal oben links in Schattenlila. Ist die Hauptfarbe des Stoffs. Seht jetzt auch mit diesem dunklen Lila viel besser das Muster, das in dem Stoff enthalten ist. Wir gehen da gleich nochmal genauer rein. Dann in Messing ist dann der Abschluss. Und auch hier die Schulterpartien. Die haben sich ebenfalls eingefärbt. Der Farbkanal unten links, den nehmen wir in Weiß. Der färbt jetzt die Metallringe ein, die hier oben sind. Und zum Schluss mit Blau haben wir dann den Abschluss, die Abschlussnaht des Umhangs. Ich wende das Ganze an. Jetzt schauen wir uns das Ingame. Hier ist irgendwie extra näher ran. Hier könnt ihr jetzt nämlich auch wirklich schön dieses Muster sehen, das in dem Stoff enthalten ist. Ihr seht die weißen Ringe. Die gelben Elemente, die den Umhang halten, an unseren Schultern und auch den Abschluss. Ich blende jetzt noch einmal das Kleidungsset dazu ein. Und dann sehen wir so aus. Auch hier seht ihr die Verzierungen. Das ist gerade ein bisschen dunkel, wo ich stehe. Die Verzierungen in dem Stoff selber. Aber auch hier dieser Übergang des Hemdes, das noch unter der Rüstung getragen wird. Ist auch dann wieder in Weiß gehalten. Die magischen Schneckenverzierungen, die leuchten wunderschön. Und die Frisur ist natürlich ein absolutes Highlight dieses Kleidungssets. Ich gehe nochmal ein bisschen weiter raus, damit ihr es auch nochmal in ganzer Pracht sehen könnt. Und da haben wir es. Ihr seht hier auch die Verzierungen in diesen Stoffbahnen selber. Wunderschön detailliert gearbeitet, wunderschön gemacht von ArenaNet. Ja, das ist das Paket. Ich hoffe, ich konnte euch einen guten ersten Eindruck vermitteln und bis zum nächsten Mal.